Dienstagabend, die Champions League Musik ertönt und wir bereiten euch darauf vor, speziell natürlich auf den BVB. Und wer noch kein Abo hier hat liegen lassen, bitte jetzt tun, denn wir versorgen euch doch regelmäßig mit tollen Sachen, vor allen Dingen natürlich mit Marcello. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Dein BVB spielt bei Chelsea am Dienstagabend. Beide Teams haben ja die Generalprobe gewonnen, 1:0 Chelsea immerhin und Borussia Dortmund in einem mitreißenden Spiel gegen Leipzig 2:1, schon auch etwas glücklich. Hat das jetzt Einfluss auf das Spiel am Dienstag? Ich meine, es war der 10. Sieg im 10. Pflichtspiel in diesem Jahr. Also mehr dicke Hose, Selbstbewusstsein geht ja gar nicht. Ja, Carsten, du siehst, ich bekomme mein Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht, wenn ich an Borussia Dortmund denke momentan. Das ist sehr beeindruckend. Ich dachte, wenn du an deine Freundin denkst, dann wäre es ja schön. Aber so für den Fußball. Das doch sowieso. Du siehst mich doch sehr oft lachen, Carsten. aber ja, ich sag mal so, es macht momentan einfach Spaß, Dortmund zuzusehen. Und das nicht nur unbedingt, weil sie jetzt unheimlich spektakulären Offensivfußball spielen, sondern weil sie sich mit Mann und Maus gegen Widerstände wehren, weil sie sich einfach in jeden Zweikampf reinschmeißen, jeden Ball reinschmeißen. Bestes Beispiel, 93. Minute gegen Leipzig, Nico Schlotterbeck klärt den Ball mit der Schulter, ja, oder mit dem Schlüsselbein, muss man ja fast schon sagen, über das Tor drüber. Dadurch wurde der Sieg eingetütet. Und Edin Terzic hat es meiner Meinung nach ganz gut gesagt und eine ähnliche Kerbe habe ich ja auch schon in der letzten Sendung gestoßen. Denn ich sag mal so, du hast viele Statistiken, die für dich sprechen. Ja, du hast viele Torschüsse, du fängst wenige Gegentore, du gewinnst viele Spiele knapp. Das könnte man jetzt mit Glück assoziieren, aber natürlich auch mit einer gewissen Qualität. Ja, weil wenn du 10 Spiele und davon 8 knapp gewinnst, dann ist das eine Qualität, das muss man ganz klar so sagen. Und das Selbstvertrauen hast du angesprochen, das kann natürlich was mit der Mannschaft machen. Denn rein statistisch, was jetzt die Werte der vergangenen Jahre angeht, muss man natürlich Chelsea als Favoriten sehen gegen Dortmund. Denn der Champions-League-Sieger von 2021 ist natürlich zu Hause sehr, sehr stark einzuschätzen in der Königsklasse. Sie haben 7 der letzten 9 Champions-League-Heimspiele gewonnen. Im Gegensatz dazu übrigens, Carsten, BVB 7 der letzten 8 Auswärtsspiele in der K.O.-Phase in der Königsklasse verloren. Und Chelsea hat auch eine sehr mitreißende Bilanz gegen deutsche Mannschaften. Denn 6 der bisherigen 7 Heimspiele in der Königsklasse gegen Bundesligisten haben sie siegreich gestalten können. Das Positive, gegen Dortmund geht es nur zum ersten Mal. Ja, allerdings muss man natürlich auch festhalten, im Hinspiel hatte der BVB schon auch Glück. Also wenn wir diesen Anhaltspunkt noch mit reinnehmen, dann hat Chelsea schon gezeigt, ja, wir können Dortmund. Ja, ich habe es ja auch schon vor dem Hinspiel gesagt, für mich hat diese Misere in der Premier League gar nicht so viel Einfluss auf die Champions League, denn Chelsea hat Qualität, Chelsea hat ein enormes Talent, gerade natürlich in der Offensive, gerade auch nochmal durch die Wintertransfers mit einem Mudryk, mit einem Fernandes, Joao Felix, das sind alles Unterschiedsspieler, definitiv. Und sie haben natürlich in Dortmund auch Probleme bereitet. Da, so ehrlich muss man sein, sie hatten Glück, die Dortmunder. Und dennoch glaube ich, dass Chelsea natürlich sehr viel mutiger agieren muss, sehr viel noch offensiver agieren muss als im Hinspiel, als besonders in der ersten Halbzeit im Hinspiel. Und das bietet natürlich wiederum Räume für die Dortmunder. Und mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einem gewissen Tempo, was die Dortmunder auf jeden Fall haben, inklusive der Qualität, inklusive auch einer Formstärke von Julian Brandt, von Marco Reus, auch von ja, Alea, der da vorne, denke ich, einen ganz wichtigen Part spielen wird, kann das schon ein knackiges Ding werden. Da bin ich überzeugt von und deswegen geht mein erster Tipp auch dahin, dass ich sage, dass Tore fallen werden. Anders als im Hinspiel, dass die Dortmunder da ja 1:0 gewonnen haben, werden diesmal meiner Meinung nach mindestens 3 Tore fallen. Also über 2,5 ist mein erster Tipp zu einer Quote von 1,90. Ja, Tore verhindern wollen natürlich Schlotterbeck und Süle. Schlotterbeck vielleicht wieder mal mit einem Schulterzucken, wie gegen Leipzig, hast du ja schon angesprochen. Das sieht doch ganz danach aus, als wenn wir ein neues Innenverteidiger-Duo für die deutsche Nationalmannschaft gefunden hätten. Speziell, wenn Schlotterbeck das spielt, was er spielen soll, nämlich Innenverteidiger und sich nicht auf irgendwelche Kapriolen da versteift. Ja, also ob sie jetzt schon das neue Nationalmannschafts-Innenverteidiger-Duo sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Da haben wir immer noch einen Antonio Rüdiger, auch einen Matthias Ginter, die ich eigentlich relativ stark einschätze. Aber was man natürlich sagen muss, Schlotterbeck und Süle haben sich, ja, wie würde Frau Baerbock sagen, um 360 Grad gewendet im Vergleich zur Hinrunde. Genau, Brummkreisel.
Ganz genau. Nee, sie sind deutlich stärker geworden. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Sie haben eine gewisse Gierigkeit, eine gewisse Zweikampfstärke an den Tag gelegt. Sie haben natürlich auch momentan so ein bisschen das Glück, dass sie gerade bei Grätschen, die so ein bisschen auf der Kante steht, 50-50 Foul, Elfmeter oder ja, überragende Grätsche, dass sie da einfach auch das bisschen Glück, das Glück des Tüchtigen haben, sage ich mal so. Aber Schlotterbeck und Süle stehen mit Emre Can meiner Meinung nach und Julian Brandt so ein bisschen symbolisch für den Aufstieg der Dortmunder, inklusive natürlich eines Gregor Kobel im Tor. Da steht ja aktuell noch nicht ganz fest, ob er spielen kann. Es war wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass er jetzt am Wochenende am Freitag nicht gespielt hat. Aber ich sage, selbst wenn Gregor Kobel nicht spielen sollte, natürlich ist er momentan der beste Bundesliga-Torhüter, aber Alex Meyer im Kasten hat auch gezeigt, dass er sehr große Qualitäten hat. Und jetzt wäre meine Frage noch, Kai Havertz bei Chelsea ist ja nun wirklich ein Edeltechniker. Ist der in der Lage, Dortmund weh zu tun? Ja, leider ja. Das hat man, denke ich, auch im Hinspiel schon gesehen. Er ist so ein bisschen der Taktführer in der Offensive, ja, dadurch, dass er eben diese falsche Neun spielt, diese einzige Spitze mit Joao Felix dann auf den Flügel, mit Mudryk auf den Flügel oder beziehungsweise auf der Zehn. Er kann schon derjenige sein, der den Unterschied macht, weil er einfach Tore vorbereitet, weil er Tore erzielt, weil er einfach immer wieder auch den letzten Pass spielen kann. Und ja, Kai Havertz ist nicht umsonst der Spieler, der die meisten Box-Ballbesitz-Kontakte bei Chelsea in der Champions League hat und auch die meisten Torschüsse aufs Tor abgegeben hat ja, im Plus-Kader. Und deswegen glaube ich schon, dass er da eine wichtige Rolle spielen kann. Aber Carsten, ich glaube dennoch, dass Dortmund tatsächlich die nächste Runde erreichen wird. Ja, vielleicht mag es ein bisschen Vereinsbrille sein, wobei ich bei meinen Tipps natürlich immer möglichst versuche, die ja abzuziehen. Aber Chelsea ist eben nicht gut in Form. Ja, und sollte dann Dortmund mal wirklich dieses 1-0 erzielen oder auch lange dieses 0-0 halten, dann muss Chelsea natürlich extrem ins Risiko gehen und dann hat Dortmund die Qualität, das im Umschaltspiel auszunutzen. Und ich sage doppelte Chance x2. Das heißt, Dortmund wird dieses Rückspiel nicht verlieren, zu einer Quote von 1,98 übrigens, und damit auch ins Viertelfinale einziehen. Wunderbar. Und wenn ihr auch noch eine Chance haben wollt, ohne Einsatz etwas zu gewinnen, ist hier unser Vorschlag, unser Gewinnspiel der Predictor. Das zweite Spiel am Dienstagabend hat auch eine deutsche Beteiligung, nämlich Roger Schmidt, der Trainer von Benfica Lissabon. Die spielen gegen Club Brügge. Und durch das Hinspiel haben sie schon einiges klar gemacht. Siehst du da noch Möglichkeiten für die Belgier, Marcel, oder ist das eine ganz klare Kiste? Auf Ich gar keinen sehe Fall. schon. Ja, also so viel Fantasie möchte ich gerne haben, dass ich hier Brügge noch zutraue, die nächste Runde einzuziehen. Ich habe übrigens eine ganz interessante Statistik rausgesucht für Mannschaften, die das Hinspiel auswärts mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen haben. Ja, aber dazu müsst ihr dann mal in unser Wusstet ihr das reinschauen. Auch da habe ich wieder 3 interessante Fakten zu diesem Champions League Achtelfinal-Rückspiel. Teil 1 quasi, ja, euch mit euch geteilt. Und ja, die Ausgangslage ist natürlich ganz klar. Benfica, das Hinspiel 2-0 gewonnen. Benfica mit der klar besseren Verfassung. Bei Brügge steht ja Scott Parker, der Trainer, ein bisschen auf der Kippe. Was heißt ein bisschen auf der Kippe? Er hat jetzt am Wochenende wieder 0-3 verloren. Und allgemein steht Brügge bei 2 Siegen aus den letzten 13 Ligaspielen. Und das in Belgien. Ja, und das zeigt eigentlich schon relativ deutlich, in welche Richtung hier mein erster Tipp gehen wird. Denn ich sage natürlich, dass Benfica dieses Spiel gewinnen wird. Und ich sage auch, es wird jetzt kein 5-0, 6-0, sondern es wird so ein 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Das heißt, 1,75 Sieg Benfica und unter 4,5 Tore als mein ersten Tipp. Und dann hätten wir dann gleich noch eine Personalie, João Mario, der bei Benfica ja spielt, der die Elfmeter so wahnsinnig souverän verwandelt. Also da muss man schon mal reinschauen, wie es geht. Ja, vom Punkt ist er einfach unbestechlich, super seine Auftritte, aber eben auch spielerisch. Also das ist schon einer, dem man gerne zuschaut. Er hat einen super Fuß. Also das kann man, denke ich, so auf den Punkt bringen. Er hat einen richtig guten Fuß. Er hat das Verständnis für den Fußball. Und dementsprechend ist er natürlich auch ein ganz wichtiger Spieler bei Benfica. Und in seinen letzten 4 Champions League Partien hat er immer getroffen. Und Carsten, jetzt kommt's. Jetzt stelle ich einen gewagten Vergleich auf, denn es gab vor ihm tatsächlich nur einen einzigen Benfica-Spieler, der in 5 aufeinanderfolgenden Europapokalspielen mindestens ein Tor erzielen konnte. Ja, Und das war jetzt wer? fragst du mich nicht, wie er heißt, oder? In 60er Afrika Jahre. geboren, ne?
Ein Eusebio. Portugiese aus den 60er Jahren. Ja, natürlich. Eusebio. Ganz genau. Der war sogar in 7 aufeinanderfolgenden Europapokalspielen für Benfica erfolgreich. Und nicht nur das, sondern Benfica hat eben alle Statistiken auch auf seiner Seite. Sie schieden nur in 3 von 31 Fällen im Europapokal aus, wenn sie das Hinspiel gewonnen haben. Das zum einen. Zum anderen haben sie in den letzten 12 Champions League-Spielen immer mindestens ein Tor erzielen können. Und ja, über Benfica habe ich eigentlich ausreichend schon debattiert. Da läuft momentan gar, über Brügge, Entschuldigung, da läuft momentan gar nicht zusammen. Und wenn man dann noch weiß, dass Benfica noch nie in der Historie ein europäisches Heimspiel gegen eine belgische Mannschaft verloren hat, ja, dann ist klar, dass Benfica hier auf jeden Fall die Oberhand behalten wird. Und mein zweiter Tipp deswegen lautet 2,25. Benfica erzielt sogar in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor. Da haust du jetzt schon mal einen raus. Ja, hier haben wir dann jetzt die Übersicht zu den Partien am Dienstag in der Königsklasse. Die Tipps, die Marcel euch mal so vorschlägt. Vielen Dank dafür. Und der Hinweis, wir haben auch das Spiel am Mittwoch zwischen Bayern und PSG natürlich ausführlich analysiert. Dafür gibt es ein anderes Video. Und auch die Europa League und Conference League kommt hier bei der Wettbasis bei beidfüßig vor. Euch eine tolle und schöne Woche. Danke an Marcel. Bis dahin.